1500 Meter der Frauen. Auflistung und wenn jetzt so ein Unbedarfter, der sich die Olympischen Spiele noch nicht zu Gemüte geführt hat bis dato oder der bei der Leichtathletik nicht reingeschaut hat, der wird sagen, naja, fehlen denn da nicht irgendwo ein paar Namen? Was ist denn mit Sonja O'Sullivan oder mit Maria Mutola? Ja, die sind unter anderem nicht dabei, aber Svetlana Masterkova, die wurde gerade gezeigt. Die ist dabei und die hat nach Lage der Dinge sogar eine Chance, Doppel-Olympiasiegerin zu werden. Freilich, sie wird etwas dagegen haben in erster Linie. Und dann war dort Teresa Kiesel, die Österreicherin, natürlich. Und Carla Sacramento, die, wenn man die Konkurrenz richtig filtert, vielleicht sogar die aussichtsreichste ist. Denn sie ist in den letzten beiden Jahren am dynamischsten nach vorn gekommen. Und die Britin Holmes, die hatte über 800 Meter schon ein paar Probleme, wurde da nur Vierte, als sie gewann. Und diese Svetlana Masterkova bringt ja schließlich auch die Jahresbestleistung mit in dieses Finale. Sie ist unter 4 Minuten gelaufen. Daneben steht die kleine Ungarin Szabo, die ja verlegenheitsweise hier ihre Chance sucht, nachdem sie über 5000 Meter im Vorlauf eingebrochen ist. Teresa Kiesel, großes Fragezeichen. Sie ist sehr couragiert gelaufen im Vorlauf und im Zwischenlauf. Aber ich habe auch noch im Gedächtnis, wie sie in Stockholm gelaufen ist bei den Halleneuropameisterschaften. Irgendwie hat Teresa mit ihren Nerven ein paar Probleme, wenn es darauf ankommt, die 32-jährige Österreicherin. Sie weiß auch ganz genau, es sind ihre letzten Spiele. Sie hat das erste Mal einen Endlauf erreicht. Das ist ein großer Erfolg. Eigentlich egal, was hier am Ende herauskommt. Eine Österreicherin im Kreis der Etablierten, das ist schon allemal erstmal eine Erwähnung wert. 1972 in München waren die 1500 Meter die längste Frauenstrecke. Das erste Mal auf dem Programm. Und seitdem hat man Leistungsexplosionen sicherlich auch da und dort registriert. Aber man hat auch Phasen der Stagnation registriert. Und in diesem Jahr, denke ich mal, haben wir bislang so einen. Machen Sie, demonstrieren Sie das Gleiche wie die Männer über 1500 Meter? Ja, Sie tun es. Ja, Sie tun es. Hoffentlich werden Sie nicht dafür bestraft. Hoffentlich gibt es auch hier keinen Fall. Aber Sie tun es nicht, denn da geht die Post ab. Kelly Holmes und in ihrem Schlepptau Svetlana Masterkova. Dann Teresa Kiesel, dann Szabo. Das war also nur ein ganz kurzes Verharren und dann hat wahrscheinlich die Britin Kelly Holmes sich gesagt, bloß nicht das gleiche demonstrieren und deshalb ist das Rennen jetzt deutlich schneller geworden. Wenn auch nicht ganz schnell, ist aber auch nicht so wichtig. Jeder muss oder jede muss wissen, was sie tut. Jede kann sich am besten einschätzen. Kelly Holmes, dann Masterkova. Innen hervor. Schauen Carla Sacramento, Teresa Kiesel, Dritte. Die Position ist gut. Bei diesem Tempo muss die Österreicher nicht selbst etwas unternehmen. Das hat sie im Vorlauf und auch im Semifinale getan. Dann Gabriela Szabo, die wird im Sport sicherlich nicht die schlechtesten Karten haben. Aber da ist auch noch Ludmila Borisova dabei. Gwen Griffiths, die Südafrikanerin Małgorzata Rycz und Anna Brzezinska, die beiden Polinnen, die sich bislang noch zurückhalten. Dann haben wir auch noch Naomi Mugo, die Kenianerin, die Kleine, die sich irgendwo im Feld versteckt. Und an der Spitze unermüdlich Kelly Holmes, dann Svetlana Masterkova. Sie sind auf den letzten beiden Runden. Nichts Dramatisches. Da kommt Borisova und ganz am Schluss Gwen Griffiths. Naomi Mugo sehe ich nicht, die ist nicht dabei, die ist nicht im Feld. Kelly Holmes, Masterkova, die kann sich natürlich auf ihre Schlussrunde verlassen. Wie die 800 Meter gewonnen hat, das war eine Demonstration für sich. Und das weiß natürlich auch Kelly Holmes, die dort keine Chance hatte. Teresa Kiesel,
Die ist im Sport nicht die stärkste. Noch ist Zeit. Aber wenn Theresa Kiesel wirklich etwas ganz, ganz Großes schaffen will, vielleicht ihr Fünfte oder Sechste werden will, dann muss sie dafür sorgen, dass das Tempo gleichmäßig hoch ist. Nicht, dass man jetzt eine Welle hat und dann zum Finish ansetzt. Dann hat sie überhaupt keine Chance. Jetzt kommt die Glocke für die letzte Runde. Ich glaube, da gibt es schon ein leichtes Abreißen zwischen den ersten fünf und den nächsten. Die Lücke versucht noch Lea Peltz zu schließen, schafft das aber nicht. Kelly Holmes, dann Masterkova, Carla Sacramento, innen lauernd. Sie weiß genau, die Lücke wird sie noch auftun. Theresa Kiesel immer noch Dritte, Gabriela Szabo dahinter, die ersten fünf. Noch ist ja keine Vorentscheidung gefallen. Theresa Kiesel versucht zu attackieren. Die Österreicherin an der zweiten Position. Es wäre eine Riesensensation, wenn sie das schaffen könnte. Kelly Holmes fällt zurück. Sie ist down. Sie hat keine Chance mehr. Ausgepowert. Und die ersten drei Schulter an Schulter. Masterkova. Dann Theresa Kiesel. Wo ist Carla Sacramento? Die kommt aus der zweiten Reihe. Vielleicht noch im Finish. Ich bin nicht sicher, dass sie schon weg ist. Masterkova. Dann Szabo. Theresa Kiesel. Das sind die ersten drei. Achtung. Masterkova. Kiesel kommt. Theresa Kiesel. Ja. Ja. Die Kinder können aufspringen. Szabo zweite. Medaille für Österreich. Hoho, das ist ein Ding. Und das Rennen ist noch scharf geworden. Sehr, sehr scharf. 4:00:84. Svetlana Masterkova knapp über ihrer Bestleistung. Und Gabriela Szabo, die dreifache Junioren-Europameisterin und Junioren-Weltmeisterin. Sie heult vor Glück. Alles ist vergessen. Das Ausscheiden über 5000 Meter. Das sind Bilder, die gehen unter die Haut. Wunderbar, wunderschön. Und nicht alles ist planbar. Sehen Sie, Silber für Szabo und Bronze für Österreich. Na, nie und nimmer hätten Sie drauf getippt. Svetlana Masterkova, das ist keine Überraschung. Das ist keine Überraschung. Das hatte sich angedeutet. Souveräne Vorstellung. Ja, und Theresa Kiesel. Endlich hat sie mal ihr Herz in beide Hände genommen. Ist so gelaufen, wie sie laufen muss. Und, na, ich bin fast sicher, das ist in der Nähe des österreichischen Rekordes. 4:03:15, das ist ihre Bestmarke. Aber darauf ist auf Deutsch gesagt nicht ausgesprochen. Wichtig ist die Medaille. Schönes Rennen. Ich finde von der Qualität viel besser als das der Männer. Ganz klar, das stand unter dem ungünstigen Stern des Sturzes von Hiram El Gurush. Hier ist alles klar gegangen. Schönes Bild. Ja, da fällt es schwer, wieder zur Tagesordnung überzugehen quasi. Aber das ist ja auch eine Entscheidung, Sergej Makarov. Aber bleibt weit hinter einen Medaillenplatz zurück, zumindest im Augenblick. Während Theresa Kiesel übrigens immer noch auf der Suche ist nach einer österreichischen Fahne. Das ist wohl nicht so organisiert worden und kommt wohl jetzt auch für die Fans sehr überraschend, während Masterkova doch wohl klarer gewusst hat, wo die russische Fahne hängt. Eine neue kann man gar nicht sagen, denn Svetlana Masterkova hatte ja schon 83, 84 gute Jahre, aber so ein gutes wie das 96er, das gab es natürlich noch nicht. Doppel-Olympiasiegerin über 800 und über 1500 Meter. Sie spielt hier die Rolle einer Maria Mutola, der hatte man das zugetraut. Sie hat die Rolle übernommen, wie sich Kelly Holmes, die Britin, gewünscht hatte im Doppelstart. Aber sie ist die Triumphatorin.